verbleibenden Kunstteilen Direktor Bertus Gartenauer Abschied geschrieben. Sie heißen Otto, André, Giorgio und Konstantin, stehen auf den vier Eckpfeilern der Balustrade, sind aus dunkler Bronze, circa einen Meter hoch und haben definitiv etwas sehr menschliches. Menschen. Sie stehen aufrecht, einer läuft, einer liegt. So sind sie, die Affen. Und man darf bei der Kunst auch mal lachen. Hubertus Gassner hat sie sich gewünscht. Das ist, wie sie sich fühlen, fühlen sie sich wahrscheinlich gut ein. Die Farbigkeit des unerzeitlichen Treppenhauses. Dafür ist ja sein Alter sehr, kann man fast sagen, ein einhabiges Insofern gilt der Affe von in all seinen Tätigkeiten eben so quasi als der Ersatzkünstler. Das war der erste Grund, den wir haben. Jörg Emmendorf hat sich immer wieder selbst als Affen dargestellt. In seiner 17 Zeichnung während der Malerstamm hat er Größen der Kunstgeschichte in Affengestalt verehrt. Hier sind es Giorgio da Chirico, Konstantin von Gucci, Otto Dix und André Breton. Allerdings gibt es keine erkennbaren Bezüge zu genannten Künstlern. Hubertus Gassner hat speziell die ALS. Für seinen exzessiven Lebensstil brauchte er Geld und produzierte mit der Stiftung für die Hamburger Kunstsammlung. Ich komme aus dem Familiennachlass von Indoor, während wir kommen. Ich habe auch nur von jedem ein Exemplar von jedem Typus, aber nach langem Hin und Her wurde sie darüber reden.